Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Jammy zu Fregnum. Hier ein kleines Level-Dich-Drago, bevor es dann richtig losgeht. Das geht also für mich erst morgen, für euch gleich im Anschluss weiter. Ja, ich will danach noch aufnehmen und ich muss unbedingt heute die letzte Nacht noch aufholen, wo ich nur 3 Stunden geschlafen habe wegen der Sauhitze. Ja, und finden tue ich wieder mal nur Stäbe. Oh, ich will doch kein Hexer machen. Und Bash ist mir ein bisschen zu langweilig, das dürfen ja gerne die anderen vermehrt machen. Aber, ja, mag ich nicht so. So. Aber ich möchte nach oben Level 50 werden. Genau da oben, bei den tollen Gegnern. So, gut, dass man schnell rennen kann mit dem Sprint. So, die reichen hoffentlich aus. Ja, ich denke schon. Müssten. So, EXP-Bonus vom Wunsch wirkt fabelhaft. Also über 100 Bonus-XP. Sehr nett. Ja, reicht nicht aus. Ah, Mist. Die spawnen aber auch sehr selten. Und sind immer nur 4 da. Tja, da gehen wir runter, weil ich will da nicht noch das Video ein bisschen länger machen wegen Warten. Bisschen kurzweilig. Machen das Video, weil ich auch nicht mehr so viel Bock habe gerade, weil es war jetzt lange Leveln, also seit ungefähr diesem Strich, glaube ich, habe ich jetzt in diesen 3 Tagen gelevelt, oder 2 Tagen waren es erst, und ja, geht vorwärts, aber ja, die Lust ist halt nicht da. Vor allem macht halt Champions of Fregnum nicht ganz so viel Spaß jetzt gerade im Moment, als nur ums Leveln geht. Und auf Level 60 dann alles um Items suchen geht. Und nebenbei Fortschlachten ist ein bisschen zu wenig, oder? Schade. Aber ich schaffe es. Komm. Na toll, jetzt muss ich noch ein bisschen ausruhen für dieses kurze EXP. Aber schaut euch mal diese volle Liste an. Ist die nicht toll? Ja, Ignis holt jetzt wieder alle Edelsteine von Alcius, aber das können sie, glaube ich, erst ab 9 Uhr morgens wieder machen. Ja, also ich stehe um 8 Uhr auf, esse kurz, gehe ich hoch wieder und schaue mal, ob ich ein bisschen mithelfen kann und nebenbei noch auf. Und ich schaue, dass ich jetzt mehrere Parts pro Tag machen kann, weil ich einfach Bock habe und ihr wahrscheinlich auch. Schade, dass momentan nicht mehr so viele zuschauen gerade, weil sie es wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, dass ich jetzt wieder angefangen habe. 2 Wochen Pause war ja auch sehr lange für einen Let's Player wie ich, der eigentlich jeden Tag Videos bringt. Und ja, ich freue mich, wenn es dann wieder losgeht, wenn die Leute dann wieder die Interesse haben, es auch sehen, dass es wieder losgeht oder weitergeht einfach. Kasparov. Der Kasparov ist hier. So, noch einen, komm schon. Ich denke einfach, die Liste geht hier noch ein bisschen weiter. So. Und komm schon, Level up. Jetzt aber. Nein, noch nicht. Das Spulen nach EP und dem endlichen Level 50 erreicht. Komm schon. Ich möchte Level 50 erreichen. Dann habe ich nur noch 10 bis Level 60.
Jetzt aber. Yay, kurz vor dem Ziel. Yay, eine neue Auszeichnung. Plopp. Level 50 erreicht. Toll, toll, toll. Und fast die Hälfte der Auszeichnungen. Viele sind ja nicht holbar, weil die Events nicht mehr gibt. Tja, aber finde ich toll. Also, weiter geht's dann für mich morgen, morgen. Oder heute morgen, weil es ist ja schon 1 Uhr. Und für euch geht es sofort weiter. Also, bis gleich. Tschüss. Puh, ist sehr kalt. Ja, willkommen zurück. Ich bin im Eisenreich mit den Goofies hier. Und wir versuchen jetzt den Stein zu holen, der hier ist. In diesem kalten, kleinen Tal oder so. Und ja, Erfolg haben wir wahrscheinlich nicht so, aber sind wenig Eisen on. Wieder mal. So. Wie ich einfach schneller bin mit dem Sprint als die auf dem Pferd. Jetzt habe ich nur noch 3 Spiele zu erledigen für die Quest. Und dann habe ich die Quest auch abgehackt. Schön. Also gehen wir doch aufs Pferd, weil es hier keine Kriege gibt. Von Alysios nix. Rein gar nix. So, habt ihr hier noch Partymitglieder? Ne, ja, da vorne. Dann, die sieht man, wo die hingehen. Aber ich denke, die gehen jetzt einfach in die Stadt dort. Wie heißt die Stadt? Monsognir, genau. So, da ist ein Saftladen. Den lasse ich mal so einfach. Und ein Wächter ist auch hier. Scheint AFK zu sein. Ich werde ihn nicht angreifen, wenn er AFK ist. So unfair bin ich nicht. Außerdem ist er scheinbar viel stärker als ich, also wenn ich ihn angreifen würde und er würde es hören, dass er angegriffen wird oder so, dann kann es schon sein, dass ich dann auch sterbe. So, ja, die gehen rein. Dachte ich es mir, weil es lohnt sich nicht und es ist noch nicht 9 Uhr. Das ist ein Einwohner. Kann ich die nicht angreifen? Hm. So, mal Edelmann angreifen. Ich hoffe, der gibt Boni. Ein bisschen zerfleischen. Hui. Ja, bisschen gelevelt noch vorher. Dann habe ich gedacht, ja, ich gebe Eisen die Wasserpunkte holen bei Agus. Und ja, dann habe ich eigentlich direkt mitmachen können beim Tor. Das ging so schnell, konnte nicht mal Fraps anmachen. So. Ja, ist normal. Immer feste drauf. Na, komm doch endlich mal. So ein Angsthase. Das ist irgendwo ein Mast oder so, das habe ich nicht genau lesen können. Hm. So, ich mache mal Ventilator wieder ein bisschen aus, damit man es besser hört. Schwitze ich halt ein bisschen. Es ist so extrem heiß schon um 8 Uhr morgen. Arnes greift dich an. Okay. Ignar, der Verdammte. Der ist wirklich verdammt geworden.
Yay, noch zwei. Noch zwei Spiele. Null. Okay, er zeigt mich an. Er zeigt den Varrox an. Oh, ich will hier aufs Grab. Oh, hier ist ein armer Eiser gestorben. Vielleicht der König. Und jetzt? Ja, dann greife ich lieber den hier vorne an. Ich bekomme ein bisschen viel Schaden. Ja, ich bin gestorben. Hey Leute! Oh, Orisha. Es war nur Orisha. Ja, okay. Dann leveln wir noch ein bisschen. Wir haben hier sowieso nichts zu suchen. Und, ja. Mehr können wir eigentlich nicht machen. Eigentlich wollte ich noch überleben, aber ja. Jetzt ist sowieso die Invasion vorbei. Mal schauen, ob irgendwas noch geht. Also wir gehen dann sofort dorthin, wenn irgendwo ein Fort eingenommen wird. Aber bis dann leveln wir halt noch ein bisschen. So. Also es geht jetzt ein bisschen besser mit den Orks. Ich bräuchte mal bessere Ausrüstung. Aber gibt es die dort vorne bei den Zelten? Also vor allem Rüstung brauche ich besser. Die ist ja immer noch extrem alt. 48. Ach komm, wir machen das mal kurz. Irgendwo finden wir schon eine bessere Rüstung. Oder wollen wir... Ja, wir müssen jetzt kurz hier schauen. Können wir kurz hier schauen und dann... Ich glaube, es gibt erst ab Level 51 oder 52 dann die nächst höhere Rüstung. Hm. Da ist nur Bogen. Da sind Schwerter. Ja, 48 ist das erste. Ja. Oder kurz schauen wegen noch höher. Drachenbrustpanzer 52 ist das nächste, okay. Gut. Wir gehen Herbrett. Der Jaco P kommt mit 38. Ja, mit Level 30 habe ich mich auch schon manchmal ein bisschen zu Wort gehauen, aber mit dem Baba nicht. Mit dem Beshi habe ich mal ein bisschen gespielt. Und sonst ja. Also ist Great Wall wieder angegriffen. Schaffen sie es auch ohne uns. Ja, es ist wahrscheinlich gar niemand mehr von uns dort. So, also Herbert fort. Die Sirten sind alle am Schlafen. So früh am Morgen haben die keinen Bock aufzustehen. Tja, ja, Invasion ist beendet, natürlich. Geht auch einfach, wenn man allein ist. Also wenn man keine Gegner hat. Liebe Alsen. Ihr seid so nett, ihr habt mir so viele Punkte gespendet. Dankeschön dafür. So, Udele. Donnerschlag, 1335 Schaden. Boah. Ich mulle auch herb. Wartet auf mich. Ich will auch die Punkte haben.
Von einem Marodeur habe ich einen Goldtaler bekommen. Sehr wertvoll. 500 Gramm. Boah. Gleich wieder verkaufe den Schrott. Gold ist in Regnum nichts wert. Könnte ich eigentlich wegwerfen. So. es bringt es sowieso nicht. Es ist so scheiße. So richtig scheiße. Oh, Felsen. Wegwerfen. So. Nein, bitte nehmt's nicht ein. Nein, Hilfe. Die wollen das Herbert Fort mit ohne mich einnehmen. Sonst muss ich schnell hin. Sonst kann ich ja nicht die Warzone-Punkte abholen. Erst nach 20 Minuten wieder. Das ist ja schlimm. Oh. Die brauchen sowieso einige Zeit, bis sie das Stahltor aufmachen. Schön ein paar Schätze aufsammeln. So. Ah, ich guck mal, irgendwo sind... Da sind sie. Ha! Lol, wer ist das? Ich sah es nicht. So, Dillem, ein bisschen Waffen. Beim Verteidigen. Ah, es waren wahrscheinlich die Jäger von den Wächtern, von den NPCs. Dachte einfach, weil ich den Angriff nicht kannte von denen. Dachte, es sei ein Spieler, aber es ist gar kein Spieler gewesen. Kann ich ja mal kurz schauen. Ja, Wächter. Ja, es sind nur Wächter. So, ich besiege immer die, bis dann das eingenommen wird. So, jetzt 19 Minuten. Und sonst keine Belohnung, schade. Ja, dann sehen wir uns wieder, wenn dann die 19 Minuten vorüber sind. Und wir dann in ein anderes Fort gehen, wahrscheinlich denn das Algaros fort. So. Also bis gleich. Ach, die Syrten wollen irgendwie angreifen ohne Barbaren, ohne Ritter, ohne Schützen oder ein Schütze. Und schaffen es nie. Also jetzt habe ich ein paar Mal hin und her sie gejagt mit den anderen, mit den Gruppenmitgliedern, bis dort zum Haus, zum Bind, Herbbind. Und sie haben niemand besiegt von uns, aber wir haben ungefähr 5 von ihnen besiegt. Also kein Problem gewesen. Trotzdem, sie nerven halt. Aber das ist natürlich auch normal, wenn der Tod keine Minuspunkte oder so gibt. Dann machen alle auf Kamikaze. Tja, und ich gehe jetzt nicht mal angreifen. Also für was, wenn die immer abhauen? Und jo, deshalb bleibe ich jetzt hier, schaue ein bisschen zu, habe noch ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Ja, ich habe gesagt, sie sollen auf Schützen messen, damit wir wenigstens größere Reichweite haben. Aber scheinbar hat niemand Schützen. Und jetzt ist auch einer tot. Ah, oh, Leute, hey, bleibt doch einfach hier. Warten wir einfach hier am Tor oder sogar hinter dem Tor. Jetzt ist sie dann auch tot, die Pino. Nein. Knapp. Knapp. Ja, jetzt ist sie tot. Ja, ja. Ich gehe jetzt rein. Ah, habt ihr den Pfeil gesehen durch die Mauer?
Lasst sie langsam am Tor knappen und dann alle raus. So. Ja, klar. Aber damit sie nicht wegrennen. So. Ja, Krähenfüße. Wieso nicht? Ja, dann verlieren wir halt das Fort. Aber wenn wir jetzt rausgehen... Ja, die sind sowieso nicht nah genug. Der Vitek ist hier jetzt. Aber ich werde wahrscheinlich sofort immer angegriffen. Also gehen natürlich immer auf den Barbar zuerst. Und weil ich erst Level 50 bin, bin ich schneller tot, als sie mich anvisieren können. Also. Ja, Varrox, du bist noch zäh. Finny ist AFK scheinbar. Schade, wieso sind jetzt die Egen alle aufgegangen? Das Tor hat noch volles Leben, ja. Ja, und jetzt ist Stahl. Ich will ohne Besch jetzt gerade nicht raus. Die Besche sind tot. Das ist auch ein Barbar. Ja, jetzt sind nur noch drei hier. Jetzt sind nur noch drei hier. Ja, Leute, macht doch nicht einfach nix, wenn ihr doch seht, dass ich angegriffen werde. Ah, manchmal denkt man von den Mitspielern, dort wirklich sind die Breinhafker. Mindestens angreifen, ein bisschen abschrecken hätten sie können. So, ich warte, bis die anderen da sind. Orisha ist Beshi und die andere Pio, wie sie heißt. Pinu. Die schaffen es sowieso nicht. Wieso greifen sie dann weiterhin an? Wollen sie bald mal sterben? Aber noch Babado da zum Retzen. Wie das tönt. Der Babababa. Der Babarababa. Die Rabababara. So schön. Also jetzt. Jetzt bin ich noch ein bisschen offensiver. Das regt mich auf. Also wieder rein. Schade. Naja. So. Ja, weiterhin läuft halt nicht so viel. Erseten sind ein bisschen in der Überzahl und ja, für uns fehlt dann Fernkämpfen an einem Hexer und einem Schützen fehlt es einfach. Ja, es lohnt sich nicht jetzt um Serb zu kämpfen. Ich denke, ich werde jetzt dann noch ein bisschen kurz ja, nicht zweimal. Einmal, bitte. Danke. Immer diese Verzögerungen nerven schon ein bisschen.
können wir gleich nicht angreifen, aber die können wir angreifen. Sehr schön. Und die da. So, gut. Die haben wir auch. Ja, jetzt kommt wieder der Wirbelwind. Ist normal. Ach komm, nicht immer Stun. Was ist denn? Es ist langsam langweilig, wirklich. Oh je. Fünffach Stun von hier hinten. Von La Diva. Also, Altar der Wiederbelebung. Leiche wurde verbrannt. So. Bin mal off. Bis später. Ich werde aber noch nicht off gehen. Ich werde einfach aus der Party rausgehen. Ich möchte euch ja noch ein bisschen Level zeigen. Und ja, ich werde sobald wieder aufnehmen, wenn was los ist, wenn wir einfach wieder ein bisschen ausgeglichener sind. Wir müssen nicht in der Überzahl sein, aber wir müssen vor allem ausgeglichen sein, damit wir einfach diese Angsthasen mal ein bisschen hitten können. Aber das ist toll, 2 für 1. Ich bin gestorben, macht nichts. Dafür haben wir 2 getötet. Und ja, vorher noch ein paar geholt. Also Königreichspunkte habe ich wahrscheinlich jetzt schon über 500, oder? Ja, 523, super. Also nett. So, ich möchte hier noch ein paar Marodeure angreifen. Aber nicht hier, wo der Ige, der... Wie heißen die? Igneo, genau. Nicht da, wo der Igneo angreift, sondern... Ja, wo es der nächste hat, irgendwo hier. Sie sind zwar noch ein bisschen schwer, aber das liegt eher daran, dass ich nicht so gut equipped bin, als daran, dass er orange ist. Schwindelbeck. Aha. Marodeure, wo sind die? Keine Marodeure hier. Schlimm. Also ungefähr 2 schaffe ich. Bis ich mich wieder recken muss. So. Bisschen warten. Jetzt. Ja, ich mache Ventilator wieder raus. Er ist einfach viel zu laut. Vielleicht muss ich ihn ein bisschen weiter weg tun. Für die Aufnahmen. Aber ich möchte ihn nicht immer an- und ausmachen, weil er doch schon weit weg ist für die Hand. Für den Arm. So. Wo ist denn noch ein Marodeur? Da ist einer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man es hört. Das muss ich dann schauen. Eventuell lasse ich ihn dann an, wenn man wirklich nicht viel hört. Aber ich höre es halt viel, also. Für mich ist es laut, für die Aufnahme vielleicht nicht, aber es ist halt störend. Und deshalb schwitze ich lieber jetzt ein bisschen, als, ja, eben ein bisschen lärmende Aufnahme zu haben. Und wenn ich es manchmal vergesse, tut mir es leid. Aber, ja, die Konzentration liegt halt aufs Spiel und aufs Reden, weil ich natürlich viel mehr Konzentration brauche fürs Reden, weil ich ja nicht Deutscher bin, ich nicht Hochdeutsch eigentlich immer spreche, sehr wenig sogar, eigentlich außerhalb von den Aufnahmen nie, außer ab und zu mit Kollegen. Und deshalb ist es ein bisschen schwer, vor allem die Konzentration zu bewahren. Ja, aber jetzt ist genug. Ich beende jetzt die Aufnahme. Bis zum nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.